Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch das Land der Verbannten hier in Conan Exiles. Jawohl. Ich habe schon mal wieder ein bisschen gesammelt und habe uns schon mal ein bisschen Eisen wieder gemacht. Und ich wollte ja mal ein bisschen Eisenwerkzeug machen, also gehen wir hier mal dran und gucken mal, was wir außerdem noch so brauchen. Also ich möchte gern die Spitzhacke haben. 30 und 5 Stöcker, dann bau mal eine. So ein Häutemesser will ich haben. Dann bau das doch auch mal. Ja. Dann haben wir schon mal zwei Werkzeuge, die wir austauschen können. Und dann warten wir hier auf ein neues. Ja, auf jeden Fall die Spitzhacke, damit wir demnächst mehr Eisen bauen können, quasi abbauen können. Jetzt will ich mal eben den Unterschied einmal testen. So und so. Das muss ja mal sein, ne? Ich weiß, ich habe gerade erst noch Stein gesammelt. Ich muss mir jetzt auch mal langsam was suchen. Ach Quatsch, erstmal hier. Ich muss mir auch jetzt langsam mal was suchen, wo ich mich ein bisschen mehr festlegen will. Ich würde auch gerne da hinten hinziehen, wo wir mehr Eisen haben. Achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Plus 7, plus 6. Und wenn ich die benutze, plus 9. Naja, so viel mehr ist das jetzt auch nicht hier, ne? Ah ja, und ich wollte, der Sun Tzu hat mir zwei Tipps gegeben. Einmal im Singleplayer, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das hier so machen kann. Die Dingsmenge, die Lootmenge ein bisschen erhöhen. Da muss ich noch mal gucken, wo ich das machen kann. Das weiß ich jetzt gerade nicht, das finde ich aber noch raus. Ja, jetzt tut es mir leid, ich habe vergessen die Aufnahme, beziehungsweise habe ich wohl den Pauseschalter nicht richtig runter gemacht. Jetzt habe ich hier gerade meinen ersten Sklaven hier gekriegt, und zwar ohne euch, ne? Das ist schon blöd. Ja. Das hier ist ein Kämpfer der Stufe 1. Gut. Dazu habe ich erzählt, der Sun Tzu hat mir zwei, drei Tipps gegeben. Einmal, wie man diese Schleimsuppe macht. Und zwar aus Pflanzenfasern und Samen. Die Schleimsuppe ist hier für das Rad der Schmerzen als Brennstoff zuständig. Dann hat er mir noch den Tipp gegeben, ich solle doch die Beute höher stellen. Das habe ich jetzt mal rausgefunden, wie das geht. Einfach in die Einstellungen, Serveroption, mach mich zum Admin klicken. Und dann kriegt ihr diese Seite hier freigeschaltet. Dann könnt ihr auf Ernten gehen und das Ganze hier einstellen. Ich habe das mal ein bisschen erhöht. Gut, ja, war jetzt ein schwerer Kampf hier, der Typ, der da vorne mit bei ist. Wie ihr seht, da liegt auch noch eine Leiche von mir rum. Der Typ, der dabei war, der ist Stufe 3 gewesen. Also töten war okay. Die Truhe habe ich dann wohl schon leer gemacht, ja. Der war Stufe 3. Töten kriege ich hin, kein Thema. 3, 4 Schläge mit der Keule war er weg. Gestorben bin ich hier mit dem Knüppel hier, ne? Bis du den damit mal ohnmächtig gehauen hast, bin ich ein paar Mal gestorben, genau. Dann habe ich mir Werkzeuge gemacht, das wisst ihr ja noch. Das haben wir vorhin zusammen gemacht. Ich habe ziemlich viele Aloe-Extrakte verbraucht, deswegen will ich hier gleich nochmal wieder hingehen und neue machen. So, hä? Was? Wo sind die denn jetzt? Hallo? Hä? Wo ist denn jetzt meine Aloe hin? Ach da. Hä? Wieso macht er das denn alles hier unten hin? Was ist da denn für ein Kappes? So. Wahrscheinlich, weil die da noch lagen, ne? So, dann mach hier nochmal ein paar von... So, dann kann ich mal gucken. Die Seile brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich habe jetzt eine Kämpferin, die zähmen wir gerade. Ja,
Ach, den Seil auch raus. Das Fleisch kommt da draußen. Ja, gut. Da muss ich jetzt mal gucken, wie weit die schon so ist. Oh, das dauert ein bisschen, ne? Das dauert ein bisschen. Ja gut, dann dauert das. Aber dann habe ich wenigstens schon mal eine Gefährtin. Die ist jetzt eine Kämpferin, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Ich muss sowieso mal gucken, wie das funktioniert. Und jetzt brauche ich mal irgendwie eine Rüstung, die bezahlbar ist. Aber die leicht, relativ leicht ist. Aber die wirklich auch gut ist und mich gegen den Dreier schützt. Ne? Vielleicht nicht unbedingt immer was Schweres. Hier, Rezept Wächter Beinschienen. Ich brauche Leder, Eisen, aber schwere Polsterung. Für schwere Polsterung brauche ich verstärktes Leder. Und verstärktes Leder brauche ich irgendwie dicke Haut. Also von einem Nashorn, Elefanten oder sonstigem. Hyänenfell reicht da leider nicht. Die Echsenhaut, die Eidechsenhaut vom Krokodil leider auch nicht. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da dran kommen, ne? Warte mal, wenn ich mir hier so eine Echsenhaut rausnehme. Hab ich da Zeugs denn gelagert? Hä? Hier? Hier. Reptilienhaut. Wo kann man denn dieses verstärkte Leder überhaupt machen? Und kann ich hiermit irgendwas machen? Der macht mir jetzt ganz normales Leder daraus, ne? Hm. Na gut, aber ich habe ja auch geguckt, da gab es so eine Tabelle im Internet. Da stand jetzt Reptilienhaut nicht drauf. Und wenn ich daraus auch normales Leder machen kann, ist ja gut. Jetzt wollen wir mal gucken hier, unser Wissen. Was können wir denn Neues freischalten hier? Was macht denn wohl mal Sinn? Was haben wir hier? Achso, Rüstungsreparatur, Waffenreparatur-Kit. Ich wollte hier so einen Tierzüchter mal freischalten, ne? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo das wieder war. Hm. Wo konnte ich denn jetzt diesen Tierzüchter fertig machen? Ingenieur. Belagerungsfundament. Rico-Tibok-Basis. Aha. Hm, nee, hier gab es irgendwas. Aufzüge. Ja, wir müssen bald auch mal drüber nachdenken, dass ich irgendwo anders hinziehe. Aber hier war doch irgendwo Stallmacher oder so. Mal gucken hier, Stall. Hier hast du diesen Bändiger-Lehrling, das habe ich ja schon. Tierfähig mit Konstruktionshammer gebaut. Und da... kann ich dann diesen kleinen bauen oder muss ich diesen großen bauen? Mal gucken. Vielleicht bleibe ich auch erstmal hier. wo ist er denn da? Schalentierfalle, nein, nein. Gefährten hier. Kleiner Tierferch. Ja, sehr klein. Sehr klein. Ja, ja. Mhm. Das ist wirklich klein. Da fehlt mir Holz, Steine und Zwirn. Also, Zwirn habe ich hier. Ach Quatsch. Stein und... Habe ich
ich Holz noch auf Tasche? Nicht genug anscheinend, ne? Ach, nimm das hier. Aber wo baue ich den denn? Ja, obwohl hier passt doch, ne? So, hier dürfte der Eingang sein, ne? So. Und jetzt muss ich mal gucken. Also hier so ein Dings rein, Pflanzenfasern rein. Oh, reichen Pflanzenfasern auch für so ein Reptil? Muss ich nur noch mal gucken, wo ich das gelagert hatte. Da. Krokodilschlüpfling. Hm. Was wir haben, dann haben wir, ne? So, kann ich den? Nee, ne? Doch, kann ich. Eins, zwei und dann? Was brauche ich denn dann hierfür noch? Auch nicht. Und hier? Hier steht Schildkröte, Pflanzenfasern. Ja, ich würde hier gern mal was wissen, wie man das dann macht, wie man andere Rezepte hier angucken kann. Das wäre cool. Also ja, klar, man kann im Internet gucken, aber es muss doch irgendwie was hier im Spiel geben, oder? Was braucht der jetzt? Ja, das wäre mal cool, ne? Das wäre schon echt geil, ne, wenn man das hier wüsste. So. An Ertrinken habe ich noch genug. So, vielleicht dauert es auch einfach. Nee, aber es müsste ja hier unten irgendwas stehen, ne? Also. Eins. So, wir machen es mal nach Reihenfolge. So. Eins. Zwei. Drei. Zeit. Ne? Ja, plus die Zeit. Aber hier passiert nichts, ne? Benutzen. Ja, habe ich jetzt benutzt, ne? Ja, ja, wer weiß. Ich werde das vielleicht mal googeln, aber wenn ihr was wisst, dann wäre ich froh, wenn ihr mir hier was sagt. Mein Fleisch will ich natürlich wieder haben. So, wie sieht's hier aus? Ach, das dauert noch länger. So, ja, das ist natürlich blöd, ne? Haben wir noch ein paar Barren? Ne, hat er nichts mehr. Alles verballert hier. 23 plus, was ist hier drin? 2. Ah, das ist zu wenig, um da noch was draus zu machen. Ich habe hier auch nichts mehr rumfliegen oder so, ne? Nö. Hm, schade, schade. Die kriegt nachher diese Rüstung hier. Meine alte Rüstung kann die auftragen. Ja. Also, wenn ihr da Tipps für mich habt, ne? Lasst es mal hören. So. Ja. Ja. Jetzt habe ich gedacht, hier mit dem Tierferch, ne? Hätte ich noch ein bisschen was zu tun. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht ist das auch der falsche Tierferch für den Begleiter. Kann es euch nicht sagen. Kann noch mal den anderen hier aufbauen. Diesen hier.
er braucht ganz schön Platz hier, ne? Ach, du ahnst es nicht. So, und jetzt fehlt mir Holz. Natürlich, und Zwirn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das ist. Also, bevor ich das Riesending aufbaue, muss ich echt nochmal nachgucken, wie das funktioniert. So, ich würde sagen, wir suchen uns mal Wohnraum und gehen dann mal ein bisschen erkunden. Ich wollte mich noch mal einmal rächen hier. Da vorne mal gucken, ob ich mich überhaupt rächen kann. Vielleicht kriege ich auch wieder auf die Fresse. Man weiß es nicht. Ich muss halt ein bisschen aufpassen. Aber da habe ich letztes Mal voll aufs Maul gekriegt. Und dann sammle ich noch mal ein bisschen Aloe. Aber jetzt erstmal kurz gucken. Sag schnell, was wollte ich? Genau, hier. Die wollte ich hier hinhauen. So, ihr seid ja nur zwei, richtig? Ja, die sind drei. Ah, hier, den hätte ich hingekriegt, ne? War das nicht gedacht? Was? Wie, was war so nicht gedacht? Hä? Was war denn so nicht gedacht? So, die Scheiße kann ich gleich wegschmeißen. Was haben wir sonst noch dazu gekriegt? Die kann ich wegschmeißen. Oh, geformtes Holz. Cool. Und ihr habt auch keine Kiste? Gibt's noch nicht. Was haben wir denn hier auf der Insel Schönes? Jetzt kann ich hier mal erkunden, ne? Also ich habe hier irgendwo Aloe gesehen. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Da. Da war doch noch ein kleiner bei, oder nicht? Hier ist noch einer. So, was haben wir denn hier noch so? Vielleicht findet sich hier ja noch was Cooles. Ein Kopf. Gleich den Kopf. Ach so, nee, der ist nur da rein. Dachte schon, ich könnte den Kopf jetzt mal mitnehmen hier. Nein. Natürlich nicht. Halt, Aloe. Aber hier gibt es erstmal auch nichts. Naja, wir müssen ja auch hier mal ein bisschen erkunden, ne? Viel haben wir nicht abgekriegt. Das ist schon mal gut. Ja, ich muss echt noch mal ein bisschen gucken. So, was gibt es denn hier noch Schönes? Ja, ich muss ja langsam mal irgendwo hinkommen, wo ich mich niederlassen kann, ne? Hier ist wieder diese Brücke. Da waren wir ja schon. Bis zur Säuberung muss ich mich da ja mal niederlassen können irgendwo. Ist hier keiner? Hier ist ein Lager, aber ist keiner da. Okay. Ja, aber hier ist ja so auch nichts, ne?
Da sind gleich drei fette Krokodile. Da drüben steht einer rum. Hält quasi Wache. Oh, guck mal, wie viele Krokodile da sind, ey. Krasse Sache. Es ist halt die Frage, will ich da mal rüberschwimmen oder nicht? Mal ein bisschen in der Richtung gucken. Kann ja immer noch ins Wasser wieder flüchten, ne? Ja. Ja, aber wir müssen ja unsere Umgebung hier auch mehr kennenlernen. Ich möchte ja gerne irgendwo mal hin. Morgen würde ich mich mal an diesem einen Gebäude da, was wir gestern in der Folge entdeckt haben, unten da, wo ich die ganze Zeit Eisen hole, da würde ich gerne echt mal gucken. Sei doch nicht gleich so brutal, ey. Ich habe dir gar nichts getan. Ich bin hier nur rübergekommen. Ne? Oh. Aua. Nicht beißen. Sagt er, nicht beißen, bitte. So. Schauen wir mal ein bisschen was hier erleben, ne? Da ist auch schon wieder ein Lager. Auch verlassen hier. Nee. Da ist einer. Oh. Was habe ich gesagt? Ach, vielleicht doch ins Wasser. So, jetzt bist du Kollege da draußen. Wo ist denn mein Bogen? Da. Hä? Ach, Mann. Leck's mir doch am Arsch. Hier. Wehrt er sich nicht. Bin ich ja gut. Aber eigentlich wäre cooler, wenn er sich wehrt. Ein bisschen zumindest. Aber ich treffe den auch gar nicht, ey. So. Nummer uno ist Toto. Was hat der denn da Schönes? Was ist das? Gereinigtes Wasser. Aha. Das muss ich mir nachher nochmal genauer angucken. So. Jetzt die zwei kriege ich doch wohl, oder? Komm. Ach, guck mal hier. Der ist nur Level 1 hier. Alle beide nur Level 1 hier. So. Aber auch wieder keine Kiste, ne? Doch, hier. Da nehme ich auch alles. Gut.
Oh, guck mal, hier ist auch Eisen. Das nehmen wir natürlich mit. Oh ja. Gut, 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 gut. So, hier musst du aufpassen. Hier sind bestimmt noch ein paar Krokus. Obwohl, eher auf der anderen Seite, ne? Sehr geil. Ja, ey. So, ich muss morgen mal dieses Safari-Lager auskundschaften. Geil wäre, wenn ich dabei gute Rüstung hätte. Wenn da wieder so ein Dreier ist, ich meine, ja, kriege ich so kaputt. Aber gegen drei wird es dann doch wieder schwer, ne? Hat die mich da schon entdeckt oder was? Einer. Einer ist keiner. Lass ihn mal kommen. Bin gespannt, wo er kommt. Kommt überhaupt nicht. So, hier oben. Hier war ich nämlich auch noch nie, ne? Was? Wo, 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 was? Ach. Ach du Scheiße. Ey, 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 renn, 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 Junge. Da hast du keine Chance. Renn. Das waren jetzt ein bisschen viele. Aber er hat ja auch noch was zu tun, ne? Gegen drei keine Chance, keine Chance. Nee, nee. Deine Kehle. So. Aber gegen zwei. Cool. Oh, doch, gute Chance gehabt hier, wa? Auf jeden Fall nehme ich doch gerne mit. Weiß noch nicht, wofür ich es gebrauchen kann, aber zur Not machen wir da auch Leder raus. Ja, so, dann kann ich hier ja doch noch mal ein bisschen weiter gucken. Eine ist hier noch irgendwo. So. Tschüss. Nehme ich auch. Oh, ich bin überlastet. Jetzt muss ich mal gucken. Was kann ich denn? Das kann raus. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So, haben wir noch 97%. So, jetzt will ich aber eben gucken, da den Typen da oben, den haben sie ja wohl platt gemacht. Mann. Aber der wird hier nicht mehr liegen, ne? Denke nicht. Ich denke nicht. Da sind überall Lager, ne? Ja, ich würde sagen, ich gehe mal zurück, habe mich hier genug umgeguckt, da ist er. Oh, da ist ein Dreier. Da. Oh, der hat Chili oder sowas dabei, ne? Was ist das denn hier? Gewürz. Mhm. Aber ich muss jetzt erstmal das trinken. Habe ich überhaupt noch Tränke? Nee. Oh, dann wird es noch Zeit, nach Hause zu kommen. Keine Tränke ist nie gut. Ist nie gut. So, lass mal gucken hier. Ja.
Okay, was wir noch nicht gemacht haben. Attribute erhöhen. Für das Gewicht, das Stehvermögen. Das würde ich nochmal einen in Stärke packen und einen in Kompetenz. Und dann wollte ich die Fackel ausrüsten. Genau. Dass wir gemeinsam zurückfinden, ne? So, ich hole euch einfach dann morgen wieder zu Hause dabei. Ach, hier liegt auch noch einer. Was hat der denn da? Getrocknete Beeren. Die Steine kannst du behalten. So, und dann würde ich sagen, ja, machen wir an dieser Stelle Schluss für heute. Ich renne jetzt nur noch nach Hause. Versuch zu überleben. Ja, und wenn euch die Runde heute gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht. Abonniert ihn euch, lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend, bis dahin, ciao!